Hallöchen und willkommen zurück bei Erben der Erde. Ja, ich könnte jetzt mein Allerwertesten drauf verwetten, dass der Waldkönig etwas über diesen Wolfskopfwappenring erfahren möchte. Den habe ich nämlich im Schlammbad des Keilerkönigs gefunden. Und wie kommt dieser Wolfswappenring dahin? Das riecht doch nach Verschwörung, oder? Ja, also. Wer bist du? Ich bin der Türwächter. Wer bist du? Ich sagte, ich bin der Türwächter. Wer bist du? Wer bist du? Na komm, wir erlösen den armen Kerl mal. Dann mal los hier zum Waldkönig. Das wäre äußerst dumm. Wir sind die Letzten, die der König sehen will. Es wäre nicht gut, noch einmal mit dem König zu sprechen. Aber ich habe doch neue Informationen. Nein, ich will das jetzt wissen. Was? Gibt es da noch etwas, das gesagt werden muss? Ja, finde ich schon. Kann ich nicht auswählen. Tja. Ich bitte euch um Gnade, mächtiger König. Ich wurde fälschlich des Diebstahls beschuldigt. Ich bin mir des Vorurteils dir gegenüber wohl bewusst. Jedoch muss die Kugel gefunden werden, wenn ein Krieg mit den Keilern vermieden werden muss. Ich selbst wäre nicht erstaunt, wenn die Keiler die Diebe wären. Die Keiler haben nichts geklaut. Wir wollen keinen Krieg. Vielleicht dein Volk nicht, aber deine Anführer wollen ihn bestimmt. Das ist eine Lüge. Eure Majestät, wenn wir nicht erfolgreich sind, werden viele unschuldige Leute sterben. Ist das Gerechtigkeit? Wenn ihr die Kugel nicht findet, werden wir unser Getreide, unsere Nahrung nicht pflanzen können. Ist das Gerechtigkeit? Die Stämme werden sich gegeneinander stellen. Nachbar gegen Nachbar. Es wird Krieg geben. Ist das Gerechtigkeit? Wenn die Kugel in die falschen Hände gerät, werden wir alle erpresst werden. Ist das Gerechtigkeit? Aber Eure Majestät... Der Diebstahl der Kugel verlangt Blut. Deines oder das von jemand anderem. Das klingt alles überhaupt nicht gut. Verflucht. Guten Tag, Eure Majestät. Geht in Frieden. Und beeilt euch, meine Kinder. Beeilt euch. Nee, der will scheinbar nichts von dem Ring wissen. Wenn ich ihm den Ring in die Hand gebe? Ich glaube nicht, dass sie Almosen benötigen. Nein. Oh Mann, das klingt richtig ernst. Ja. Sist erwähnte auch, den Täter, den Waschbären. Das war jedenfalls die heiße Spur. Ein Waschbär aus dem Norden. Tja, ja, dann schauen wir doch mal. Was ist denn noch im Norden? Ist jetzt nur die Höhle der Ratten? Hier ist nichts weiter. Nur hier dieses Haus. Da war ich auch noch nicht. Oder sollte ich noch mal Elara fragen? Zu den Keilern wohl eher nicht, oder? Naja, ich gehe mal zum Haus, da war ich noch nicht. Irgendwo muss es ja schließlich weitergehen. Wow. Das ist ja ein nettes Haus. Ich denke, es könnte jemand zu Hause sein. Ja. Lasst uns diesem Haus einen Besuch abstatten. Ja, mein Reden, Jungs. Ja, dann lass mal gucken hier. Oh. Hallo. Wir sind in der Hoffnung zum Immerberg gekommen, dass wir vielleicht einen Blick auf die Wildnis werfen können. Und dass wir vielleicht eine Idee bekommen, wohin wir reisen sollten. Freut mich, euch kennenzulernen. Mein Name ist Taiko Nordpfot. Aha. Taiko. Du hast von hier aus einen hervorragenden Ausblick.
Hattest du viel Gelegenheit, die Wildnis zu beobachten? Ja, die hatte ich. Ich habe von einigen Teilen sogar Karten angefertigt. Tatsächlich? Wie interessant. Ich bin Astronom und Kartograf. Kartograf? Ein Kartenmacher. Unser neuer Freund ist ein Kartenmacher. Hey, das ist gut. Vielleicht kannst du uns etwas über die Wildnis erzählen. Ich werde euch erzählen, was ich über die Wildnis weiß. Sie ist ein gefährlicher Ort. Sie ist aber ebenfalls ein sehr anziehender Ort. Dort gibt es bösartige Stämme, gefährliche Terrains und streunende Reptilien. Sie ist ein Land von großer Schönheit und Kraft. Das klingt wahrlich nach einem wundersamen Ort. Ich könnte genauso gut die erforschten Länder beschreiben. Aber das klingt so anders. In bestimmter Weise ist die Wildnis völlig anders als das erforschte Land. In anderer Weise sind sie sich sehr gleich. Hm? Bist du jemals selbst in der Wildnis gewesen? Nein, das bin ich nicht. Mit meinem, eingeschränkten Geruchssinn bin ich in der Wildnis nicht gut aufgehoben. Jedoch treffe ich hin und wieder auf einen Reisenden, der durch die Wildnis gezogen ist. Und komme so an Informationen. Aha. Reisende gibt's also auch. Viele fürchten die Wildnis und sagen, dass sie voller unaussprechlicher Gefahren sei. Das ist jedoch nur die Furcht vor dem Unbekannten. Wenn du das Unbekannte erforschst, können deine Ängste keine Wurzeln fassen. Klingt auf jeden Fall sehr weise. Kannst du uns einen Rat für unsere Reise geben? Haltet all eure Sinne beisammen, insbesondere den siebten. Ihr werdet sie brauchen. Wie viel von der Wildnis kann man vom Berg aus sehen? Das ist schwer zu sagen. Ich konnte mehr sehen, als ich noch meinen Lichtfänger hatte. Und ich habe niemals jemanden getroffen, der es bis zur anderen Seite und wieder zurückgeschafft hat. Ein Lichtfänger? Ja, die Wildnis ist ein faszinierender Ort, aber es gibt noch andere Dinge zu besprechen. Erzähl uns von dir selbst. Wie kommt es, dass du hier am Rande der Wildnis lebst? Ich wurde als Mitglied des Hundestammes geboren und als Jäger erzogen. Jedoch wurde meine Karriere sehr früh abgebrochen. Nun, ich leide unter Heuschnupfen, was nicht nur meinen Geruchssinn schwächt. Auf der Jagd neigte mein Niesen dazu, die Beute zu alarmieren. Schon bald war ich eine ziemliche Schande für die Jagdgruppe. Oh, das tut mir leid. Das muss sehr schwer für dich gewesen sein. Nicht wirklich. Ja, die anderen Mitglieder des Stammes verbannten mich bald darauf. Aber ich war sowieso nie ein echter Jäger. Ich war nicht mit dem Herzen dabei. Die Sterne interessierten mich viel mehr. Ich mochte es, auf dem Rücken zu liegen und in den frühen Morgenstunden die Sterne zu beobachten. Ich kartografierte ihre Wege über den Himmel und studierte sie, bis ich jeden einzelnen kannte. So beschloss ich, ein Astronom zu werden. Ein Astronom? Ach, sehr interessant. Was hat dich zum Immerberg geführt? Der damalige König der Hunde, Rex, hatte für Astronomie keine Verwendung. Er meinte, das sei Zeitverschwendung und sein Hauptinteresse galt der Jagd. Nachdem ich also verbannt worden war, suchte ich mir den höchsten Berg, von dem aus ich die Sterne beobachten konnte. Und das war hier der Immerberg. Was fandest du hier vor, als du hier ankamst? Ich fand dieses Haus hier vor. Nur das Haus? Sonst nichts? Oh doch, hier waren viele andere Dinge. Was für Dinge? Geräte zum Beobachten der Sterne. Ich nenne sie Lichtfänger. Ich glaube, dass sie von den Menschen zurückgelassen wurden, als sie zu den Wolken aufstiegen. Aha. Okay, meint der vielleicht ein Fernrohr? Weshalb glaubst du, dass sie von den Menschen stammen? Die Technologie der Geräte überschreitet unsere Umlängen.
Und du glaubst, dass diese Menschen wirklich zu den Wolken aufstiegen? Ich glaube sogar, dass sie bis zum Mond aufstiegen. Was? Das Bild, das wir auf dem Mond sehen, ist immerhin das Gesicht eines Menschen. Ich glaube, dass sie es dort eingemeißelt haben, damit wir wissen, dass sie uns immer beobachten, auf uns aufpassen und für uns sorgen. Irgendwann werden sie zurückkehren. Und wann wird das sein? Wenn wir gut genug sind, wenn wir genug gelernt haben, wenn wir uns nicht mehr untereinander bekämpfen und gelernt haben, in Frieden zu leben. Erst dann werden wir würdig sein. Das kann ich kaum glauben. Und woran glaubst du sonst, mein junger Freund? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir einfach nicht sicher. Ah. Ach, so sind Religionen entstanden, würde ich sagen. Sehr interessant. Das ist natürlich alles sehr interessant, aber es gibt noch andere Dinge, die wir besprechen wollen. Wie kamst du dazu, diese Karten anzufertigen? Von diesem günstigen Standpunkt hier auf dem Berg konnte ich mit meinem Lichtfänger auch die Wildnis beobachten. Ich sah die Hügel und die Täler. Wenn irgendwo dichte Vegetation war, musste Wasser in der Nähe sein. Wenn die Vegetation einen Kreis einschloss, dann war es ein See. Wenn sie sich schmal in die Länge zog, dann war es ein Fluss. Wenn ich in der Nacht ein Feuer sah, dann musste dies ein Lager oder ein Dorf sein. Die Größe des Feuers und die Regelmäßigkeit seines Auftretens verriet mir, was von den beiden es war. Ein schön cleverer Kollege. Vielleicht kannst du uns etwas über die Wildnis erzählen. Ich habe euch bereits alles erzählt, was ich weiß. Du erwähntest etwas namens Lichtfänger. Was ist das? Ah, mein Lichtfänger. Das ist ein Gerät, das ich hier im Haus fand. Er lässt Objekte, die weit weg sind, aussehen, als seien sie ganz nah. Ja, er lässt die Sterne so nah aussehen, dass du fast danach greifen kannst. Er lässt den Mond aussehen, als sei er direkt vor dir. Was für ein wunderbares Gerät! Können wir ihn sehen? Ich zeige ihn euch gerne, doch ist er leider kaputt. Vor etwa 8 Monaten lag er auf meinem Tisch. Dann blies ein starker Wind durch das Fenster und pustete alle Blätter und den Lichtfänger auf den Boden. Ein Teil davon zerbrach. Und seitdem funktioniert er nicht mehr. Es ärgert mich noch immer, wenn ich darüber nachdenke. Welcher Teil ist zerbrochen? Dieser kleine, runde, durchsichtige Teil. Er ist in 2 gebrochen. Und du konntest ihn nicht reparieren? Ich fürchte, nein. Das ist sehr schade. Solch ein Gerät wäre bei unserer Suche sehr hilfreich. Allerdings. Wir würden gerne noch etwas anderes besprechen. Fahre fort. Da wir nicht besonders weit ins Landesinnere der Wildnis schauen können, könntest du uns vielleicht deine Karte leihen? Ich fürchte, das geht nicht. Das ist die einzige Karte, die ich von der Wildnis habe. Und mit einem kaputten Lichtfänger könnte ich niemals eine neue anfertigen. Sie darf diese Mauer nicht verlassen. Aber ohne Karten werden wir zu viel Zeit mit der Wegsuche in der Wildnis verschwenden. Ich kann euch verstehen, aber es gibt nichts, wofür ich meine Karte hergeben würde. Würdest du die Karte für einen reparierten Lichtfänger hergeben? Was sagst du da? Ich sage, dass ich weiß, wer das kaputte Teil des Lichtfängers reparieren kann. Wenn du uns erlaubst, deine Karte für unsere Reise in die Wildnis zu benutzen... ...werde ich dafür sorgen, dass dein Lichtfänger repariert wird. Sind wir im Geschäft? Ich mache dir ein Gegenangebot. Während du das Teil meines Lichtfängers reparieren lässt, werde ich eine Kopie der Karte anfertigen. Sie wird fertig sein, wenn ihr wiederkommt. Ist das fair? Das ist fair.
Wenn du das Teil des Lichtfingers gut verpackst, damit ich es sicher tragen kann, werden wir uns auf den Weg machen. Meine Freunde, das zerbrochene Teil ist in eurer Obhut. Wir machen uns auf den Weg. Viel Glück. Das kann ja nur eine Glaslinse sein, oder? Ja, klar. Glasscherbe. Was für seltsame Glasscherben. Okay. Ja, Mensch, da weiß ich tatsächlich, wer das reparieren könnte. Das Frettchen in der Glaserei. Im Dorf. Natürlich. Mensch, aber hier ist es ziemlich interessant. Hier hat Tycho die Planeten eingezeichnet, die um die Sonne kreisen. Was für eine wundersame Maschine dieses Universum doch ist. Tja, sehr interessant. Und das hier, das sind die Mondphasen. Was bedeutet das alles? Das ist es, was passiert, wenn wir eine Finsternis haben. Ach, eine Sonnenfinsternis, natürlich. Die Erde sieht so klein aus. Stelle dir vor, wie klein wir im Verhältnis zur Erde sind. Allerdings. Es gibt kaum etwas Gemütlicheres als einen Kamin. Das hier ist die Karte, ja? Das wäre ziemlich neugierig. Na, stimmt. Naja, Tycho will uns ja eine Kopie anfertigen. Ja, dann mal los. Ins Dorf. Der Frettchen. Los, Jungs. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Hoffentlich finde ich den Glaser wieder. Wo war der noch? Das war ja schon ziemlich verwirrend da bei den Frettchen. So, ich muss erstmal diesen Weg hier wieder finden. Da ist er. Okay. Also. Also den Weg da oben lang, da geht's auf jeden Fall zu dem Handwerker. Da habe ich Gips bekommen. Ich glaube, da irgendwo in der Gegend war auch der Glaser. Oder? Ich weiß nicht mehr so genau. Ich guck einfach mal. Ja, also hier unten, da war auf jeden Fall der Handwerker. Genau, hier in diesem Haus. Dann war hier der Glaser, glaube ich. Mal komm. Guten Tag. Hier. Darf ich euch meine Glaswaren vorführen? Nein, danke. Nee, ich hab hier was für dich. Schau mal. Ich habe da wohl eher einen Glasgegenstand, den ich dir zeigen möchte. Das hier muss repariert werden, oder wir brauchen eine Kopie davon. Kannst du das machen? Dieses Ding ist äußerst ungewöhnlich. Wovon stammt es? Von einem Gerät namens Lichtfänger. Sowas kenne ich nicht. Etwas mit derart genauen Abmaßen zu fertigen, übersteigt meine Fähigkeiten. Dann sind wir verloren. Mist. Nicht so hastig. Lasst uns zur Gilde gehen. Wir können Saka fragen. Wenn sie uns nicht helfen kann, wird sie vielleicht den Allwissenden fragen. Was? Den Allwissenden, okay. Was ist das für eine Gilde, von der du erzählst? Die Gilde ist unser Versammlungsraum. Dort teilen wir neue Informationen und Ideen über neue und bessere Konstruktionen. Wie viele seid ihr in der Gilde? Manchmal 20, manchmal 30. 23. Wir treffen uns dort jeden Tag vor Sonnenuntergang. Das nächste Treffen fängt gleich an. Ja, ich glaube, den Raum habe ich auch schon gesehen. Diesen großen Raum. Und wer ist Saka? Wer ist Saka? Saka ist unsere Chefkonstrukteurin und die Leiterin der Bruderschaft. Und sie weiß, wie man dieses Glas repariert? Wenn nicht,
Dann wird sie jemand oder etwas fragen müssen, der es weiß. Wer ist der Allwissende? Der Allwissende spricht zu uns. Er sagt uns, wie man Dinge baut und beantwortet unsere Fragen. Jedoch verstehen wir nicht alles, was er sagt. Wo können wir ihn finden? Der Allwissende ist nicht im Körper. Er spricht durch Einheit zu uns. Bitte, fahre fort. Was? Vielleicht habe ich schon zu viel gesagt. Ich würde es bevorzugen, wenn Saka das erklärt. Er spricht durch Einheit? Das ist ja sehr mysteriös. Dann möchten wir uns gern mit den anderen im Versammlungsraum treffen. Okay. Na, dann raus hier. Wo war nochmal der Raum? Der war doch auch hier irgendwo in der Ecke. Ich glaube, der war hier und dann runter. Oder? Wo war der denn noch? Ich meine, der war hier. Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich glaube, hier war der. Nee. Mensch, das klingt aber wirklich mysteriös. Mensch, wo war denn nochmal der Versammlungsraum? Nee, hier war der nicht. In dieser kleinen Hütte. Bin ich mir ziemlich sicher, dass er da nicht war. Hier vielleicht? Und ja. Weil da ein großer und ein kleiner Kopf am gleichen Hammer sind, braucht man nicht so viele Werkzeuge. Freunde, darf ich um eure Aufmerksamkeit bitten? Diese Reisenden sind mit einem sehr kniffligen Problem zu uns gekommen. In der Tat. Wie können wir helfen? Tja, ja, schau mal hier. Ich habe hier ein seltsames Glasstück. Ein Geschenk ist nicht nötig. Na, dann... Ich bin im Besitz eines äußerst ungewöhnlichen Stückes Glas. Ist jedoch kaputt und ich brauche entweder ein neues oder dieses hier repariert. Dieses Glasstück ist gewölbt. Ich kann nicht richtig hindurchschauen. Es gehört zu einem wundersamen Gerät namens Lichtfänger. Es sorgt dafür, dass ferne Objekte nah zu sein scheinen. Das ist wirklich erstaunlich. Vielleicht könntest du den Allwissenden konsultieren. Was weißt du über den Allwissenden? Nur, dass ihr euch an ihn wendet, wenn sonst nichts hilft. Bitte, kannst du ihn jetzt befragen? Es geht um Leben und Tod. Nun gut, wir zeigen das Glas. Moment, nur Mitglieder unserer Gilde dürfen mit dem Allwissenden sprechen. Dann soll er ein Ehrenmitglied sein. Wir mussten alle erst eine Prüfung bestehen. Die Tradition muss aufrechterhalten werden. Ja, ich sage, wir müssen ihn prüfen. Richtig, sogar ein Ehrenmitglied muss den Test bestehen. Test! Oh nein! Oh Gott, was für ein Test! Oh nein! Was ist das für eine Prüfung? Es ist eine Geschicklichkeitsprüfung. Wenn du bestehst, werden wir dir helfen. Wenn du versagst, musst du anderorts um Hilfe bitten. Okay. Das basiert auf einer antiken Zeichnung von den Menschen. Du musst die Teile in den Rahmen an ihren richtigen Platz legen. Jedes Teil muss genau passen. Sie dürfen sich nicht überschneiden. Löse dieses Rätsel und zeige uns, dass du es wert bist. Aha. Okay. Ja, dann mal los. Dann beginnt mit der Prüfung. Sehr gut. Bring das Tanagramm. Ah, ja, Tanagramm. Verstehe. Okay. Ja, dann schauen wir mal. Ja. Nee, da muss ich erstmal ein Schlückchen nehmen hier. Ja. Ja, solche Rätsel sind ja nicht unbedingt mein Gebiet. Ja, ich werde das schon schaffen irgendwie. Hey, Fuchs, brauchst du einen Tipp? Ja. Also Jungs, Schummeln steht nicht in den Regeln. Ja, bitte, gib mir mal einen Tipp.
Überprüfe zunächst, welche die Eckteile sein könnten. Okay, die Eckteile. Also irgendwas, was in die Ecken passt. Ja, hier, der Besen passt in die Ecke. Okay, was haben wir denn da noch alles? Hier, so eine Zange. Die könnte hier unten in die Ecke passen. Möchtest du etwas Hilfe? Ja, warte doch mal. Ich muss erst mal gucken hier. Tja. Das ist doch recht kompliziert. Das könnte hier passen, die Schere? Ja. Okay, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Der Hammer? Nach hier. Oh, ist doch gar nicht so schwer. Hoffe ich. Die Axt nach hier? Und das war's. Da passt jetzt nichts mehr hin. Nee. Oh mein Gott. Das könnte etwas länger dauern. Moment, halt. Das könnte nach hier hin passen. Genau. Das Brot dann hier oben drauf. Ja, das sieht doch schon mal brauchbar aus, oder? Und das da dran? Genau, alles ein bisschen nach da verschieben. Aber da passt jetzt kein Teil. Schraubenzieher? Hier vielleicht. Moment, dann könnte der Hammer nach da oben. Da kommt noch ein Tipp. Schau, in welche Ecke die wenigsten Teile passen und fang dort an. Ja, ich bin dabei, Kollege. Ich bin dabei. Das passt hier ganz gut, finde ich. Das passt hier genau rein. Gut. Nur hier passt jetzt nichts. Hallo, dies soll eine Prüfung sein. Ja, oh Mann. Vielleicht hier hin? Das sieht auch nicht besser aus. Eieieiei. Der Schraubstock, der könnte hier jetzt passen. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Hey, dann passt doch das hier genau hier hin. Ja. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Na gut. Die Säge. Die Säge sieht aus, als könnte sie hierhin passen, aber dann passt die Schere wieder nicht und die dürfen sich ja nicht überlappen. Ich versuch's mal so. Das sieht doch viel besser aus, finde ich. Aber dann ist das wieder über. Das darf sich nicht überlappen. Was hat sie gesagt? Noch ein Tipp. Psst, Beil, falsche Stelle. Beil, falsche Stelle? Okay. Tue ich das mal weg. Beil, falsche Stelle. Pinsel erstmal hier hin. Moment mal hier. Hier könnte doch hier das hier auch passen. Psst, ein Tipp vielleicht? Ja, warte doch mal ab. Nee, das wieder raus hier. Könnte das hier passen? Ja, und dann ist hier die Ecke. Und dann habe ich hier.
Nee. Ist doch wieder alles nicht. Obwohl, hier könnte jetzt der Hammer passen. Na komm, ein Tipp. Ich sehe nichts an der falschen Stelle. Was? Wirklich nicht? Hey, gut. Dann bin ich auf dem richtigen Weg, ja? Das ist doch schon mal gut. Schön. Ja, dann würde ich doch glatt mal sagen, setz die Axt hier hin. Ach, Quatsch, nein. Ich habe Knick in der Optik. Kann ich die denn drehen, die Dinger? Nee, drehen kann ich die nicht. Also weißt du, ich hätte das anders gemacht. Hey, du darfst dem Prüfling nicht helfen. Nee, hier passt es nicht. Dann passt ja hier nichts rein. Aber hier passt es. Oder der Hammer. Nee. Nee, das passt schon hier. So. Oh, ich glaube, ich habe die Lösung. Ich sehe es schon. Ja, sicher. Hier passt die Axt. Hui. Ja, war doch gar nicht so schwer, wie ich dachte. Okay, passt. Riff, ich ernenne dich hiermit zum Ehrenmitglied der alten und ehrenhaften Gilde der Handwerker, Hersteller und... Alles klar, lasst uns weitermachen. Ja, bitte, komm. Was hast du denn da? Oh. Hier ist Einheit. Hast du jemals so ein Wunder gesehen? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dies ist eine der mächtigen Kugeln. Mächtige Kugeln? Könnte es die Sturmkugel sein? Nicht, wenn sie so lange haben, wie sie sagen. Es muss eine andere Kugel sein. Wir bezeichnen sie meistens als Kugel der Hände. Kugel der Hände? Diese kleine Kugel weiß alles? Wenn wir die Frage richtig stellen, gibt er uns die Antwort. Tja, und nu? Soll ich die Kugel jetzt etwa ansprechen? Irgendwie ist das ein bisschen gruselig. Na, mal sehen.